Guten Tag, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern einen engagierten Wahlkampf geführt. Nichtsdestotrotz sind wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Wir haben nicht gewonnen. Wir sind entsetzt, dass die AfD und die NPD zusammen fast 25% oder über 24% der Stimmen bekommen haben. Wir müssen natürlich intern über dieses Wahlergebnis nachdenken und die Schlussfolgerungen ziehen. Wir hatten jetzt im Parteivorstand eine sehr konstruktive erste Debatte, werden aber im weiteren Fortgang natürlich auf die einzelnen Fragen zu beantworten haben. Auf den ersten Blick ist völlig klar, diese Wahl stand ganz stark im Fokus der Flüchtlingsfrage, der Debatte über innere Sicherheit, über solche Unsinnigkeiten wie Burka-Verbot oder Burkini-Verbot. Und es ist völlig klar, der Versuch, Positionen der AfD aufzunehmen, wie das die Unionsinnenminister gemacht haben oder wie das die CSU gemacht hat, wie das auch teilweise die SPD gemacht hat, ist nicht erfolgreich. Man stärkt dadurch nur die AfD, man macht ihre Positionen hoffähig und trägt dazu bei, dass der politische Diskurs auf dem Feld stattfindet, den gerade am stärksten die AfD besetzt. Wir machen uns natürlich Gedanken, dass viele Motive einer Partei die Stimme zu geben, das Thema soziale Gerechtigkeit war, das die AfD mit der Flüchtlingsfrage verflochten hat, was wir definitiv nicht wollen. Wir wollen nicht im Teich der AfD fischen, aber das gezogen hat und müssen uns natürlich als linke Partei Gedanken machen, warum wir, die eigentlich die Partei sind, die für soziale Gerechtigkeit stehen, auch in den Augen vieler Teile der Bevölkerung nicht mehr Stimmen bekommen haben. Wir sind offensichtlich mit unseren klaren Positionen zu wenig durchgedrungen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Bundesregierung eine völlig falsche Politik gemacht hat, für die soziale Polarisierung im Land verantwortlich ist und viele Menschen das Gefühl haben, jetzt müssen wir mit unserer Stimme provozieren, den anderen mitgeben, so kann es auf keinen Fall weitergehen. Das zusammen mit der Flüchtlingsfrage gibt auch den Nährboden für dieses Wahlergebnis, wie wir es jetzt vorfinden. Wir sind überzeugt, wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir konsequent Politik der sozialen Gerechtigkeit machen. Wir müssen die Fragen, die wir auch jetzt in den Vordergrund gestellt haben, deutlicher noch in den Vordergrund stellen. Die Frage der Renten, die Frage der Prekarisierung der Arbeit, die Frage, wie kommen die Leute aus der Armutsfalle heraus, wie kommen sie aus diesem Hamsterrad heraus, was die sozialen Nöte verursacht haben. Und wir müssen deutlich machen, dass die Rechten keine Antworten haben. Sie formulieren nur den Unmut der Bevölkerung, lenken ihn auf die Flüchtlinge als Sündenböcke. Da muss ich auch deutlich sagen, da müssten alle Parteien damit aufhören, in einen Wettlauf zu treten, wer hier am radikalsten quasi für innere Sicherheit und flüchtlingsfeindliche Politik steht. Dieses Spiel machen wir nicht mit. Wir sind der Meinung, dass die Lösungen, die wir haben, auf längere Zeit Erfolg haben werden, auch bei der Bevölkerung ankommen werden. Wir sind schon davon überzeugt, dass wir in 2 Wochen eine andere Stimmung haben werden in Berlin. Wir gehen dort mit großer Zuversicht rein und haben den Eindruck, dass wir mit unseren Positionen dort durchdrängen. Das Wahlergebnis muss natürlich auch ein Weckruf sein für die Berliner und Berlinerinnen, zur Wahl zu gehen und dafür zu sorgen, dass dort Linke oder die linke Partei ein entsprechend besseres Wahlergebnis bekommt, von dem ich absolut überzeugt bin. Der gestrige Abend war kein schöner Abend und es gab Nächte, wo ich schon besser geschlafen habe als in dieser Nacht.
Gleichwohl hat sich ja dieses Wahlergebnis etwas abgezeichnet und ich würde sagen, es ordnet sich ja auch ein in eine größere europaweite Entwicklung. Es gibt zunehmende Verunsicherung und wachsende Ängste und hierzulande haben die Vorstöße der Union, zum Beispiel Burka-Verbot, der Angriff auf die doppelte Staatsbürgerschaft, der Aufruf zu Hamsterkäufen, haben genau dieser Verunsicherung und diesen Ängsten in die Hände gespielt und haben sie noch verbunden mit einer wachsenden Skepsis und Abneigung gegenüber dem Islam. Und das hat am Ende des Tages der AfD in die Hände gespielt. Es gibt keine Entschuldigung für Rassismus, aber es ist eine Tatsache, dass wer von Armut und Abstiegsängsten getrieben ist, natürlich anfälliger wird für Ressentiments. Und insofern meine ich, dieses Wahlergebnis ist auch ein Schlag ins Gesicht der Regierung Angela Merkel. Denn wenn Angela Merkels Regierung vor einem Jahr sich hingestellt hätte, eine Sozialgarantie ausgesprochen hätte und alles dafür getan hätte, dass es in diesem Land keine Armut gibt, dass alle wissen, die Renten werden nicht sinken, die Krankenkassenbeiträge werden nicht steigen, dann hätten wir jetzt eine andere Stimmung in diesem Land. Und zur Analyse, was hat zu diesem Ergebnis geführt, finde ich, gehört auch, es gibt bei vielen Menschen das Gefühl, nicht gehört zu werden. Und da wird schnell aus Ohnmacht in Wut. Und mein Eindruck ist, dass das Kreisen um die Flüchtlingsfrage oft auch einfach eine Art Platzhalter ist für eine allgemeine Misere am Land. Und ich finde, daran müssen wir ansetzen. Der Kampf gegen Rassismus muss Hand in Hand gehen mit dem Streiten für Umverteilen und dem Kampf um soziale Garantien. Für uns als Linke, finde ich, gilt mehr denn je, wir müssen verlässlich Bollwerk gegen Recht sein und das Lager der Solidarität bestärken. Wir müssen die bereits geplante und vorbereitete Gesprächsoffensive in soziale Brennpunkte engagiert führen. Und wir müssen angriffslustig die große Koalition stellen und soziale Konflikte stark machen und uns für soziale Garantien einsetzen. Herzlichen Dank für die Einladung heute hier zur Pressekonferenz. Ich möchte aus der Sicht des Landesverbandes der Linken in Mecklenburg-Vorpommern einige Aspekte hier kurz darstellen, die gegebenenfalls auch das Wahlergebnis, das für uns in keiner Weise erfreulich war, hier zu deklinieren. Ich glaube, dieser Wahlkampf war der schwierigste Wahlkampf, den wir seit 1990 als Linke in Mecklenburg-Vorpommern zu führen hatten. Es gab schon immer mal ein Auf oder ein Ab. Es gab auch immer schon mal die Problematik, dass wir mit bundespolitischen Themen ein wenig überlagert wurden. Aber in diesem Wahlkampf war es eindeutig so, dass wir mit landespolitischen Themen überhaupt nicht mehr gefragt waren, dass wir mit unserer Wahlprogrammatik, mit dem, was wir für Mecklenburg-Vorpommern als Zukunftsvision für die nächsten 5 Jahre im Wahlprogramm dargestellt haben, überhaupt nicht mehr punkten konnten, weil eben das, was Frau Kipping hier eben charakterisiert hat, von Berlin aus diesen Wahlkampf überlagert hat. Eine Besonderheit, die ich hier noch erwähnen möchte, ist, dass selbst Erwin Sellering, der Ministerpräsident, und auch Lorenz Cafier, der Vizeministerpräsident und Herausforderer der SPD, beide sich in den letzten Tagen vor der Wahl ganz massiv von Frau Merkel und ihrem Kurs der Politik in Berlin distanziert haben. Und trotzdem hat es ihnen nichts genützt. Insofern waren wir bestärkt auch in der Position, dass wir auf der einen Seite für die soziale Gerechtigkeit, für mehr Demokratie, für mehr Bürgerdemokratie vor allem in Mecklenburg-Vorpommern streiten, auf der richtigen Seite sind und dass wir auch unsere Position zur Flüchtlingsfrage nicht aufgeben dürfen. Menschlichkeit und Solidarität sind die ersten Kriterien, die für die Linke stehen und das sind wichtige Positionen, die wir auf keinen Fall aufgeben werden. Wir werden in Zukunft in den nächsten Jahren, unabhängig von der Position, die wir demnächst einnehmen, ob Opposition oder anderes, darum kämpfen müssen, dass alle diejenigen Kräfte in Mecklenburg-Vorpommern, die mit uns gemeinsam Frieden, Solidarität, Mitmenschlichkeit teilen, dass wir denen ein Angebot machen, mit uns gemeinsam in den nächsten 5 Jahren Politik in Mecklenburg-Vorpommern zu machen. Und ich kann auch nur in Sicht auf die Wahlen in Berlin ganz klar und ganz deutlich sagen, wenn Mitmenschlichkeit, Solidarität und Frieden wichtige Voraussetzungen für die Bürgerinnen und Bürger hier in Berlin sind, dann gibt es für Sie nur eine einzige politische Alternative. Das ist die Linke. Dankeschön. Meine Damen und Herren, die Linke in Mecklenburg-Vorpommern hat ihre Wahlziele nicht erreicht. Da gibt es nichts dran herumzureden. Wir haben aber Haltung bewiesen.
Und Haltung bedeutet ganz klar, dass wir die Verteilungsungerechtigkeit im Wahlkampf thematisiert haben, dass wir deutlich gemacht haben, dass der Riss nicht zwischen geflüchteten und hiesigen Menschen geht, sondern dass der Riss zwischen oben und unten, zwischen arm und reich sich befindet. Und genau das haben wir thematisiert, was man auch mit dem Thema soziale Gerechtigkeit anders ausdrücken kann. Wenn wir auf landespolitische Themen gesetzt haben, dann haben wir genau dieses herausgefordert und haben deutlich gemacht, dass die Spaltung der Gesellschaft nicht nur weltweit, europaweit und in Deutschland zu finden ist, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern. Wer sich mit unserem Land beschäftigt, weiß, dass das Land gespalten ist in Westmecklenburg und Vorpommern das östliche Mecklenburg. Die östlichen Landesteile bleiben deutlich in der Westmecklenburg in vielen statistischen Werten zurück. Und das spüren die Menschen und sie fühlen sich dort auch vernachlässigt. Vernachlässigt fühlen sich auch all diejenigen, die im Zusammenhang mit den Flüchtlingsströmen überhaupt nicht mehr sich angesprochen fühlten, weil, so wurde ja nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern gesagt, alle kümmern sich jetzt um die Flüchtlinge und wir spielen überhaupt keine Rolle mehr. Das betrifft sowohl die Hartz-IV-Empfänger und Hartz-IV-Empfänger, das betrifft aber auch Menschen, die im Niedriglohn arbeiten, das betrifft aber auch eigentlich Menschen aus der bürgerlichen Mitte. Und wenn man das dann berücksichtigt, dann ist es einfach notwendig gewesen, die Alltagssorgen und die Zukunftsängste dieser Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das haben wir getan. Wir haben deutlich gemacht, dass es um eine alternde Gesellschaft geht, dass Menschen, die vielleicht über 80 dann auf Pflege angewiesen sind, mehr Pflege brauchen. Und das ist ein Thema, was wir auch plakatiert haben, was wir deutlich gemacht haben. Weil in Mecklenburg-Vorpommern gibt es bis auf eine staatliche Schule nur Privatschulen, die Altenpfleger und Altenpfleger ausbilden. Dafür muss Schulgeld bezahlt werden. Wenn es einen gesellschaftlichen Bedarf gibt, warum muss ich dann, wenn ich Altenpflegerin werde, dafür löhnen? Genauso ist es mit der Kita. Die SPD gibt viel Geld, 40 Millionen pro Jahr in die Kitas, aber die Elternbeiträge steigen und auch die Belastung für die Kommunen. Auch das haben wir thematisiert. Und weitere Themen, das waren also die drei Schwerpunkte. Und wir haben natürlich über gute Arbeit, gute Bildung, gute Löhne, gute Renten gesprochen. Ich habe nachgefragt, warum wird uns dann als Partei, die aus dem Osten kommt, nicht abgenommen, dass wir uns für die Rentenangleichung Ost-West einsetzen. Doch, das wird uns angenommen, das wird auch erwartet, dass wir das thematisieren. Aber es wird uns auf Bundesebene nicht zugetraut, dass wir das durchsetzen. Wenn man sich jetzt also anschaut, dass alle Parteien verloren haben, die bisher im Landtag vertreten waren, alle, und auch im Stammland der Kanzlerin, auch die CDU, und die CDU ist jetzt auf Platz 3 abgerutscht, die AfD hat sie überholt, gibt es an sich zwei Herausforderungen. Das eine ist die konsequente und harte Auseinandersetzung mit der AfD. Man muss zeigen, wessen geistiges Kind sie tatsächlich ist. Sie gibt sich ja als freundlicher Biedermann von nebenan. Aber auf der anderen Seite sind sie für mich geistige Brandstifter. Und ich bleibe dabei. Man muss ihr die Maske des Biedermanns herunterreißen, damit die Fratze des Hasses nun deutlich wird. Und man muss sich zeigen, ob sie zum demokratischen Spektrum dazugehört. Bisher kann ich das nicht erkennen. Wer sich in sozialen Netzwerken mal bewegt und sich anschaut, was dort geäußert wird, beziehungsweise auch die öffentliche Äußerung von AfD-Bisher-Kandidatinnen und Kandidaten, der wird merken, dass es sehr wohl um völkische, rassistische Aussagen geht, bis hin zum Rechtsextremismus. Da müssen wir uns mit auseinandersetzen und die Frage ist, welches Konzept hat die AfD in Mecklenburg-Vorpommern für unser Land? Ich kann bisher kein Konzept erkennen. Und die andere Herausforderung besteht darin, dass es kein Weiter-so geben darf. Wir haben 10 Jahre große Koalition. Sie hat viele Entscheidungen getroffen, die zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger gegangen sind. Und sie hat natürlich auch einen arroganten Politikstil an den Tag gelegt. Sie hat nämlich über 500.000 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes bei Volksinitiativen, Volksbegehren einfach vom Tisch gewischt. Diese Menschen fühlten sich nicht gehört und auch nicht erhört. Und das muss also verändert werden. Deswegen, wenn es keine andere Politik gibt, dann stärkt es nach meiner Auffassung die AfD. Und deswegen brauchen wir dringend einen Politikwechsel, um der AfD den politischen und sozialen Boden zu entziehen. Dankeschön.